herzlich willkommen heute zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Andy von Collect & Trade hier. Und heute machen wir was Interessantes. Und zwar werden wir ein Reis Prestige 2023 Display öffnen. Da gibt es richtig geile Sketchkarten, richtig geile Pixelkarten. Lass uns einfach überraschen. Es gibt auch wunderschöne Collector Cards, also let's go. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht weiter drum rum. Und ja, ein Video seit langer, langer Zeit, aber wir werden loslegen und ich muss mich erstmal wieder einfinden. Schere habe ich da, Hüllen habe ich da, Display habe ich da, beide Promokarten, die es mit dabei gab, habe ich da. Also, let's go. Ab in die Handykamera. Hier haben wir das gute Display. Ja, es leuchtet wunderschön. Von der Seite Prestige 2023 Edition. Ja, ich hoffe, von der Belichtung her ist das hier auch alles in Ordnung. Ich bin in meiner neuen Wohnung angekommen. Vielleicht merkt man es, vielleicht auch nicht. Das Regal ist direkt hinter mir. Ja, könnt ihr vielleicht ein paar coole Details noch entdecken. Und ja, wir werden das Ding heute rippen. Das ist ganz frisch quasi rausgekommen. Einige Leute warten noch auf ihr Display, einige nicht. Und ja, let's go, würde ich sagen. Machen wir das Opening von diesem Display. Ich freue mich sehr, ihr euch hoffentlich auch. Wir haben lange auf diese Karten gewartet. Mal endlich wieder ein Set, was wir öffnen können. Und Folie zu... Ach so, was neu ist übrigens, sind diese Stamps hier drauf, auf der Folie. Ja, vorher war die Folie immer einfach clear und durchsichtig. Dieses Mal nicht. Ich kann ja mal kurz vorlesen, was so hier drin sein soll. Ein Slot, also beziehungsweise haben wir hier Prestige Booster. 10 Booster sind in einem Display. Allein die Verpackung an sich sieht schon wieder wunderschön aus, dieses Display. Ich freue mich sehr, ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf dieses Opening. Vielleicht habt ihr ja schon bei dem einen oder anderen mal was gesehen, dass er was geöffnet hat. Oh, ist aber schwer zu öffnen, muss ich sagen. Da braucht man wieder Kraft in den Finger, in diese Folie hier reinzukommen. Ich hoffe, ich schaffe das Ganze hier zu öffnen, bevor es bei mir klingelt. Denn heute wird auch noch ein Schränkchen geliefert. Aber gut, schauen wir einfach mal, würde ich sagen. Ich kann das Licht hier vielleicht auch ein bisschen höher noch machen, wobei das so aussieht, als wäre das bei Blair. Was natürlich nicht so gut ist. So, genau, ich bin ready. Display ist befreit quasi. Wir haben hier Angel of Truth vorne als Artwork des Displays, wenn man das so sagen darf. Wir machen das Ganze auf und gucken mal, was für ein Topper wir da drin haben werden. Ui, da lächelt uns der Topper auch schon entgegen, auch wenn ihr es vielleicht noch nicht sehen könnt. Ich sehe ihn tatsächlich schon. Bauen wir das Display hier mal richtig auf. Schieben das ein bisschen nach hinten, ja, dass es so ein bisschen im Hintergrund stehen kann. Und dann gucken wir mal hier. Was haben wir hier als erstes? Das ist doch eine Pin-Up-Version. Ja, die Boxtopper in diesem Display sind, ich glaube, es gibt 5 Stück und alle sind Pin-Up. Ja, hier haben wir den R182, den Robot, ja, in Pin-Up. Lenticular, logischerweise, mit goldenen Rand. So wie wir es von der Alpha Set auch kennen, also von den Kickstarter-Karten. Weißer Background, fühlt sich sehr, sehr leicht an, aber auf jeden Fall ein Hingucker, würde ich behaupten. Schön, schön. Legen wir mal zur Seite und insgesamt haben wir jetzt hier drin 10 Booster mit verschiedenen Artworks auf dem Booster. 3 Artworks dürften es sein. Wir holen die mal raus. Also wir haben hier einmal den Donut. Ja. Donut. Sehr, sehr cool. Dann haben wir Angel of Truth, so wie es auch auf dem Display halt zu sehen ist. Und dann noch Pristine Level Up. Eine Karte, die auch hier drin sein kann in Sketch. Gibt es insgesamt 200 Mal. Limitiert auf 200, also ich bin sehr gespannt, ob wir das ziehen können. Ob wir das ziehen können. Und ja, fangen wir einfach mit dem ersten Booster an, würde ich sagen. Schnicke, schnacke, genug gemachte. Ja gut, wir können das Booster nochmal von der Seite angucken. Ich finde es auch cool, wie gerade auch beim Donut dieser Holo-Effekt so bunt ist. Als wäre das wirklich, als wären das wirklich bunte Streusel da drauf, ja. Schon cool. Ja, ich freue mich sehr, sehr auf das Set. Hier hoffentlich auch. Wir gucken mal, wie wir das öffnen können, ob wir das so aufziehen können, wie beim Alpha-Set. Oder ob das, boah, anstrengend ist. Boah, mein Gott, da braucht man schon ein bisschen Kraft. Vorab als Info, weil ich habe es ja natürlich auch schon bei anderen Leuten gesehen, ja, so Openings, in diesen Boostern sind normalerweise 3 Holos, ja. Es muss aber nicht so sein. Das ganze Display kommt dann aber auf die Nummer, auf die Anzahl der Holos, wie es eigentlich halt sein sollte. Ja, es kann sein, dass ein Booster nur 2 Holos hat, es kann sein, dass ein Booster nur 4 Holos hat. Insgesamt kommen wir aber auf unsere 30 Holos. Könnt ihr gerne mal mitzählen. So, Domain of the Dead. Das ist jetzt eine Karte, die gab es schon so, nur halt in anderen Farben. Ja, ist eine Color-Change-Karte. Ja. Domain of the Dead, cool. Hardskin, da
das Gleiche. Ja, gab es auch schon mal, nur halt anders koloriert. Cool, cool. Also, erste Kategorie, anders gefärbte Karten. Dann, zweite Kategorie, Sketchcards. Ja? Sketchcards, auch cool, schwarz-weiß, quasi ein Sketch, bevor es koloriert wurde. Auch geile, geile Idee eigentlich, ne? Dann, ja, nächster Slot, wieder das Gleiche, Renewed Prophecy haben wir hier. Dann, Pin-Up-Cards, ja, haben wir auch hier drin. Ayla Deggans haben wir hier als Pin-Up-Version. PT63 übrigens, ihr könnt euch ja mal die Karten-Details einmal näher angucken. So, da sehen wir hier unten PT063. Ich glaube, insgesamt sind es 100 Karten. Und das Set wird lautet Prestige 23 und hat hier unten immer EN2023 stehen. Ja. Pin-Up Full-Art-Version hier quasi gerade. Den Fokus wieder anpassen. Dann als nächstes haben wir hier Fluff. Ja, einer von den Seven Sins in Pixel-Version. Ja, es gibt die Karten auch in Pixel hier drin. Alle 7 Stück. Richtig cool. Als Holo und Unholo. Also, die erste haben wir schon mal. Dann haben wir die nächste Pixel-Card. Ist R01. Ein Roboter mit einem sehr interessanten Holo-Pattern, wie ich finde. Pixelated mit so Kreisen da drin. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Erste Holo. So, zweite Holo ist eine Sketchcard. Eine Sketchcard, genau. Mir wollte es gerade kurz nicht einfallen, aber hier haben wir auf jeden Fall die Sketchcard Holo. So, erstes Booster auf jeden Fall schon mal interessant. Noch eine Sketchcard hier, den Skeleton King. Ich weiß nicht, ich finde die Prophecy-Karten, die packen mich persönlich nicht so sehr, aber dafür natürlich die anderen alle. Richtig, richtig coole Sachen. Skeleton King und die letzte Karte in diesem Booster. Noch eine Sketch-Holo, Prophecy of Injustice. Also, jetzt wissen wir so ungefähr, wie es läuft mit so einem Booster. Deswegen würde ich sagen, die nächsten Booster werden wir ein bisschen schneller machen und gucken wir einfach mal, was wir hier so rauskriegen werden. Ich lege die Karten natürlich alle mal beiseite. Es sei denn, es ist ein ganz, ganz besonderer Hit, so eine Legendary oder so. Ja, dann lege ich die natürlich hier irgendwie hin, dass man die vielleicht noch ein bisschen sehen kann. So, nächstes Booster. Ich versuche es einfach mal aufzuschneiden. Vielleicht ist das schneller. Die Schere ist jetzt nicht die sauberste, die habe ich, weil ich habe meine Bastelscheren irgendwie nicht gefunden. Auf die Schnelle. So, Last Smile haben wir hier. Als erstes Sketchcard. Richtig schön. Wolf Prophecy. Growth Prophecy. Prophecy. Wrath. Eine der Seven Sins. Sehr, sehr dunkle Karte. Also sehr geil. Dann Greed, der nächste Seven Sin als Pixel-Version. Envy, nächste Karte aus den Seven Sins als Pixel-Version. Wanted als Pixel-Version Holo. Geil. Richtig cool. Nächste Karte. Also hier sind auch wieder 4 Holos drin, glaube ich. Alles Sketch. Wealth Prophecy wieder. Resurrection Prophecy. Und Donut. Nice. Sehr, sehr schöne Karte. Eine meiner Lieblingskarten tatsächlich vom Alpha-Set. Weiß nicht. Gefällt mir einfach. Gefällt mir einfach sowas Süßes hier zu sehen. Und ich würde sagen, es war ein guter Start, ja. Wir haben 2 schöne Booster gehabt mit jeweils 4 Holos, was ja schon eigentlich, wenn ich mich nicht verzählt habe, schon mehr ist, als eigentlich garantiert sein sollte. So, jetzt haben wir, das linke Licht ist jetzt ausgegangen. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie korrigieren können. Wir gucken einfach mal, wie wir vorankommen. Ich habe mal die Kamera wieder ein bisschen justiert. So, nächstes Booster haben wir Gremlin. Gremlin, 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 ja. Andere Farbe, King, andere Farbe, Undead Prophecy, Weakness Prophecy, Pride. Alter, haben wir hier das ganze Seven Sins Set drin? Blast auch noch. Glut Tony, ich glaube, wir haben alle, oder? Cake in Pixel Version. Nice, nice, nice. Growth Prophecy und Deny als Holo noch mit dabei. Okay, stark. Aber ich flippe erst aus, wenn wir eine Legendary haben. Ich flippe erst aus, wenn wir eine Legendary haben. Deswegen, let's go, machen wir direkt weiter. Nächstes Booster. So. Rang 4 Spellcaster. Wie findet ihr denn die, oder welche Karten findet ihr am besten aus diesem Set Omega Bounty Hunter? Hier haben wir eine Pin-Up-Version nicht Holo. Das ist ja die, die wir quasi als Lenticula haben. Nur als Nicht-Lenticula-Card. Welche sind eure Favoriten? Hui, Lovia. Auch nochmal eine Pin-Up-Version. Ja. Was sind eure Lieblingskarten aus dem Set? Schreibt es mir gerne. Verdammt, jetzt ist die Main-Kamera da hinten auf Pause gegangen. Geht aber jetzt hoffentlich weiter. Das macht mir den Schnitt natürlich etwas komplizierter. Aber gut. So, wo waren wir stehen geblieben? Was sind eure Lieblingskarten?
Was sind eure Lieblingskarten? Das würde mich interessieren. Findet ihr die Sketchkarten am besten, die Pin-Up-Karten am besten? Lasst mal hier als Holo. Oder was sagt ihr dazu? Shroud Prophecy, Library Master, Angel of Truth, geil. Die Karte, die wir hier haben als Display und Booster Artwork. Dann als nächste Karte haben wir, oh, Meal, eine Out of 200 Collector Card, geil. So sehen die neuen Collector Karten aus. Guckt es euch an. Wow, die haben auch richtig Struktur. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann mit der Belichtung, die ich hier aktuell habe, aber strong. Strong, richtig, richtig geil. Erste Collector Card, 199 von 200. Geil. Hammer. Hammermäßig. Das ist ein Highlight und ich glaube, das können wir auch nicht nochmal in diesem Display haben normalerweise. Normalerweise, es sei denn, wir ziehen natürlich ein Godpack. Wir können auch ein Godpack ziehen und da sind nur solche Dinger drin. Absoluter Wahnsinn. Wünscht mir Glück, dass wir sowas vielleicht hier drin haben. Würde mich natürlich freuen, extremst freuen. Einmal pro ja, Box quasi hat man die Möglichkeit auf ein God Pack in einem Display. Also 10 Displays jeweils haben ein God Pack so in der Ratio. Also R01 hier wieder. Keyless, Collapse, Generosity Prophecy, Library Master, Deny als Nicht-Holo-Version. Oh, vielleicht sollte ich den Fokus auch wieder einstellen. Dann Hourglass. Nice. Icons of Fury. Eine komplett neue Karte, soweit ich weiß. Ja, habe ich vorher so noch nicht im Alpha-Set, meine ich, gesehen. Ihr auch nicht. Aber auf jeden Fall cool. Karte 108. Mal was Neues mit dabei. Dann haben wir... Oh, das sieht aber... Okay, ist keine Dings. Ich dachte, da wäre eine Legendary hinter. Hourglass nochmal als Holo. Eine auch sehr, 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 sehr schöne Karte. Oder was sagt ihr dazu? Ich meine genau die Halbzeit, das heißt 5 Booster haben wir noch, 5 Chancen auf ein God Pack. Wo wir natürlich total. Wir haben ein God Pack. Nice, geil, Hammer. No way. Alter, geil. Wir haben ein Gemstone gezogen, out of 200. Bloods Gemstone. Alter, ich gehe kaputt. Ihr wollt mich doch verarschen. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir ziehen einfach im ersten Display einen fucking Gemstone plus Godpack. Okay, das ist eine Legendary. Extrem, extrem, extrem selten. Hammer. Boah, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es geht weiter. Was haben wir für ein Godpack? Was haben wir da noch für Karten drin? Okay. Wir machen jetzt hier langsam. Einen nach dem anderen. Gemstone. Unicorn, out of 500, ja, 28 von 500, nächste Karte, Katakomben, 131 von 500, sehr geil, sehr, sehr schön grün, ich hoffe, die Karten kommen so rüber, wie sie es verdient haben, hammermäßig, dann, Jack, eine Halloween-Karte von 2023 jetzt, als, ja, Collector Card, 87 von 400, ja, also schon mal etwas seltener als die letzten beiden, die wir gezogen haben. Geil. Dann Moloch, out of 400 wieder. Moloch, geil. Guckt euch das einfach an. Ich komme noch mal ein bisschen näher. Ist das strong, ey. Kann man vielleicht das Licht doch noch ein bisschen... Komm nicht drauf klar, was ist das wieder für ein Display hier? Was haben wir hier für ein Glück? Out of 400, 172 von 400 Deny. Nächster, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich kann es euch nicht sagen. Aber 105 von 400 auch wieder. Mein Gott. Dann. Die Hexe. 88 von 400. Eine Hexe mit einer Katze dabei. Sieht aus wie meine Katze. Ey, geil. Geil. Da mache ich mir doch gerne die Mehrarbeit im Schnitt. Auch wenn die Kamera ausgeht und wir einfach lange brauchen. Ey, Mann. Hammer. Und Strawberry Lady. 156 von 400. Nee, ey, das gibt es doch nicht.
kann man so lucky sein. Seht ihr eigentlich die Struktur in der Karte? Kann man die sehen, die Struktur? Boah. Ich gehe kaputt, ist das geil. Und die letzte Karte. Mein Profilbild im Discord. Ja, komm gerne auf den Discord von RiceTCG. Dort sharen wir natürlich auch unsere Pulls und so weiter und so fort. Die ganze Community ist mit am Start. 16 von 400. Hammer. Also das muss ich jetzt erstmal verdauen. Ich habe in einem Display 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Collector Cards gezogen. Ich gehe kaputt. Ich meine, die Gemstones sind schwer alle zusammenzukriegen, weil man diese nur ein pro Case bekommt. Man kriegt eine Gemstone pro Case garantiert. Und ja, dementsprechend wird das wahrscheinlich die schwerste Herausforderung sein zu erfüllen, die alle vier, glaube ich, zu bekommen. Waren es vier? Aber das waren doch mal einfach wieder ultra geile Hits, oder? Was sagt ihr dazu? Ich musste jetzt erstmal kurz eins liefern. Ganz klare Geschichte. Die werde ich hier nicht ungeschützt liegen lassen. Okay. Wir haben aber noch ein paar Booster. Es ist noch nicht vorbei, Leute. Es ist noch nicht vorbei. Deswegen, nächstes Booster holen wir raus. Schneiden ist offen. Das war aber gerade nicht beim Dings, oder? Wo die Kamera ausging. Okay. Es fängt an, oder es geht weiter, wie es angefangen hat. Mit einem Domain of the Dead. Ja, vielleicht ziehen wir ja noch die Pristine Level ab. Dann sind wir auf jeden Fall mit einem... Was habe ich hier für ein Display bekommen? Ey, geil. Das ist einfach back-to-back die gleiche Karte. Cloverfield, auch Hammer. I love it. Und eine Hololust, Seven Sins. Und dahinter noch ein Sword of Destiny. Eine Legendary Card hier. Auch noch mit hinten drehen. Geil. Wanted. Electronic Brain. Cake. Mirror of Ugliness. Undead Army. Ology. Skeleton King. Prophecy of Injustice. Angry Strawberry. Auch was ganz Neues, was wir hier sehen. Gab es so vorher auch noch nicht. Und eine Holo, aber es ist eine Seven Sins Holo. Geil. Lohnt sich. Vielleicht haben wir komplett Seven Sins hier drin als Holo. Dann wäre das Display absolut King. Ich gehe kaputt. Icons of Fury. Closure. Ether als Pixel Version. Rank 1 Spellcaster. Rank 3 Spellcaster. Dark Thoughts. Key of Light. Black Hole. Überhaupt gar nicht. Ja doch, das Loch da hinten ist noch schon noch schwarz, aber der Strudel nicht mehr. Sloth Holo und Roth Holo. Ey, wir kriegen sie, glaube ich, echt noch zusammen hier. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, letztes Booster. Und ich sehe gerade, der Displayboden sieht auch übel geil aus. Zeige ich euch gleich. Mann. Ach, komm, Müll zur Seite. Letztes Booster. Ich bin gespannt, was wir hier jetzt noch rausziehen können. Wir haben den Minicake. Auch eine neue Karte. Super, super süß. Natürlich ein Community-Favorite hier, würde ich behaupten. Dann Ultra Laser Unicorn. Soldier in Armor. Auch eine neue Karte, ja. Gross Celiator. Glaube ich, so wieder ausgesprochen könnte sein. Können wir gerne korrigieren. Alpha. Favor. Rational. Bounty Hunter. Und als letzte Karte ein... Oh nee, war noch nicht die letzte. Angry Strawberry. Und als letzte Karte eine... Key of Light Holo. Alles klar. Also, wenn sich das nicht gelohnt hat, dann weiß ich auch nicht. Ich gucke nochmal eben durch den Stapel durch, wie viele Seven Sins wir jetzt tatsächlich auch in Holo bekommen haben. Das zähle ich mal eben ganz schnell durch. Die werden natürlich auch noch alle eingesleeved, gar keine Frage. Allerdings lasse ich mir dafür gleich ein bisschen Zeit. 3 Stück sind es bis jetzt. Meiner Meinung nach eine wunderschöne Ausbeute. Und hier nochmal der Displayboden. Ja, da strahlt ein einfach ein Last-Smile an. Ja, so sieht's aus. Und noch für euch zur Info. Diese Promokarte gibt es mit dazu, wenn man sich ein Display kauft in offiziellen Shops. Dieses nur, wenn man sehr schnell war und vorbestellt hatte. Also in der ersten Woche, meine ich, gab es die noch mit dazu. Ansonsten gibt es die. Ich glaube, so war das. Und ja, ich würde sagen, die Kamera hier schalten wir schon mal aus.
Und ja, falls euch das Video gefallen hat, ihr Anregungen habt, alles in die Kommentare, sehr, sehr gerne. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir bei der Verbesserung meiner Videos auf jeden Fall Unterstützung gebt, mir helft, wenn irgendwas euch stört. Ist es vielleicht zu dunkel? Ist es vielleicht zu nah dran? Ist es unscharf gewesen? Könnte ich hier mit dem Hintergrund was anders machen? Ist die Beleuchtung vielleicht nervig? Sagt es mir einfach in den Kommentaren. Die Kamera ist nochmal ausgegangen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr mit am Start gewesen seid. Und wenn ihr was tauschen wollt, ich habe bestimmt in Zukunft auch ein paar Doubles da. Schaut gerne in meinem Shop noch vorbei, collectandtrade.de. Und Rice sowieso abchecken. Instagram-Accounts und sowas. Alles in der Videobeschreibung. Checkt es out. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Andi von Collect and Trade.